Hallo, ich bin Gero Breleur, Fotograf und Filmer aus Berlin. Ich bin auf der Fotokina hier gerade am Stand von Manfrotto. Ich bin ja Manfrotto Ambassador, das heißt, da gibt es eine Kooperation. Ich bekomme ab und zu Produkte zur Verfügung gestellt oder auch Neuheiten mal vorher vorgestellt. Ich bin hier an einem großen Stand auf einen ganz kleinen Bereich gestoßen, der mich sehr interessiert. Und zwar ist das ein ganz neues System, das heißt Manfrotto Xume, X-U-M-E geschrieben. Und da geht es um ein Filtersystem. Aber ein ganz besonderes, ich sag mal das Stichwort Magnet. Ich habe oft die Situation, wenn ich einen Filterwechsel habe, beim Filmen zum Beispiel muss ich öfter den Vario-ND-Filter aufschrauben, dass ich dann den Protect-Filter, den Schutzfilter oder den UV-Filter runterschrauben muss, den ND-Filter draufschrauben muss. Das ist mir meistens zu lästig. Ich habe da jetzt auch zum Beispiel bei dem Objektiv, was ich hier habe, habe ich schon den normalen Schutzfilter gar nicht mehr drauf, damit ich schneller bin mit dem ND-Filter. Hat dazu geführt, dass jetzt da direkt schon eine Macke drin ist. Und zwar ist das System jetzt so, dass ich hier einen Objektivadapter aufschraube. Dann habe ich einen Filterhalter, den kann ich dann hier auf meinen Filter schrauben. Die kann man dann nachkaufen und für jeden Filter dann einen Halter nehmen und dann funktioniert das hier mit Magnet und klickt super schnell ein. Und das ist eine ganz, ganz clevere Sache. Nach den Preisen habe ich mich für dich auch erkundigt, falls du dich fragst, was das kostet. Der Adapterring kostet zwischen 20 und 40 Euro, je nachdem, welcher Durchmesser das ist. Und der Halter dazu kostet zwischen 10 und 20 Euro. Also, wie ich finde, ein ganz pfiffiges System. Manfrotto hat zwar auch noch eigene Filter dann sogar im Angebot, aber wenn du schon Filter hast, passen natürlich auch deine ganz normalen Filter da drauf. Also das ist eine clevere Sache und wie ich finde, sollte man sich das vielleicht mal angucken. Also ich werde meine Vario-ND-Filter auf jeden Fall damit mal ausrüsten. Also, das war's von der Fotokina. Falls dir der Film gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib es gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.